Servusle, willkommen bei Lego City Undercover, Leute. Wir sind immer noch dabei, den Kran aufzubauen. Dafür brauchen wir Supersteine. Ich glaube, hier haben wir definitiv was gefunden, wo wir genug Steine bekommen. Dann gehen wir gleich vor und bauen den Kran auf, damit es weitergeht in der Story. Ne? Wir spielen hier die Story. Für alle Quereinsteiger, die das erste Mal beim Voucher hier reinschauen, keine 100% aktuell. Wir spielen Mission. Ist das erste Mal, dass ich das zocke. Ne? Muss mich dann natürlich erstmal vertraut machen mit allem. Ganz gemütliche Missionsrunden haben wir hier. So, jetzt schauen wir uns hier mal um. Reicht uns das vielleicht? 40.000 brauchen wir für den Superbau auf jeden Fall. Zerbrich alle Objekte. Ja, wir sind dabei. Wir sind dabei, Leute. Ja, ich hoffe, dass das reicht. Irgendwo muss noch so ein bunter Stein rumflitzen, weil sonst wird es echt sauknapp. So, wie viel? Guck mal, aber 6.000 fehlen halt immer noch, weißt du? Da hinten. Was ist jetzt? Ah, alles klar. Hier kommt die Lösung. Hier kommt die Lösung unseres Problems. Ich muss jetzt bloß wieder hier hochkommen. Da liegt noch Geld. Hier ist auch noch was zum Aufbauen. Guck mal. Ah, 4 von 4, wenn wir Glück haben. 3 von 3. Viertes Markenteil. Cool. 4 von 4, ne? Perfekto. Perfekto, Ernesto. Weiter geht's. Weiter geht's. Läuft alles. Wir sind da. Ihr seid da. Perfekt. Und? Alles klar. Ziel erreicht. Können wir aufbauen gehen. Hier haben wir schon alles geplanebnet. Mit unserem kleinen Baggerle sind wir hier rumgesaust. Alles klar. Wo war das wieder? Der Werner. Da müsste irgendwo der Werner stehen. Hier ist der Werner. Hier ist der Werner. Der Zwilling vom Typ. Okay. Industriekran. Alles klar. Gib Gas. Ich mag das. Diese Superbauten, die gefallen mir tierisch. Jetzt können wir gleich Kran fahren. Natürlich. Natürlich. Haben wir ja selber gebaut. Der Beweis ist. So, mein Freund. Kran zu dem Gebäude da drüben. Hier erklärt sich das genau. Super. Oleg. Chasele. Chasele, baue jetzt kein Mistle und so, ne? Hat er zufällig Nitro? Gott sei Dank nicht. Alles klar, ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Oh, 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 wow, 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 wow. Haut er auf einmal ab hier. Ist das cool, Alter. So einen bräuchte man in Lego Worlds, oder? So einen großen, den man selber steuern kann. Da hätte ich voll Bock drauf. So, den richten wir gerade aus. Wir müssen jetzt bestimmt die Rohre da... Kran, um die Rohre anzuheben. L drücken X, sobald das Ziel grün ist, um sein Objekt anzuheben. X. Genau. So. Hey, ab in den richtigen Graben damit. Mach keine ah, Fehler. Da müssen wir darüber. Dafür gibt's keinen Radierer. Ist okay. Ist okay. Jetzt. Die anderen. Wo soll's denn hingehen? Jetzt weiß ich wieder, wie das damals war. Als Kind wollte man immer Kranfahrer werden. Immer. Stört dich hoffentlich nicht, dass der Kran weg ist. Jetzt weiß ich, warum. Denn damit werde ich Rex hochgehen lassen. Super, guck mal, das läuft. Sehr langen Arm des Gesetzes. So schlecht war der nicht. Absetzen, jawohl. Sehr schön. Letzter, das könnte der letzte Instanz sein hier. Okay, das war's, eh? Können raus, Chase. Ich glaube, wir haben das mit dem Kran erledigt. Hallo. Hier waren wir ja gerade eben. Haben wir das jetzt nicht richtig gesehen? Müssen wir vielleicht mit dem Kran weiterfahren? Durch das Tor durch? Wir probieren unser Glück. Nee, Alter, rückwärts. Rückwärts und drehen, mein Freund. Und vorwärts und ab geht's. Ab geht die Luzi. Fahr mal den Typ damit weg. Alles klar. Haben wir ein bisschen verschoben, gell? So. Müssen wir hier überhaupt hin? Ich hab keine Ahnung. Du hast den Kran, Jimmy. Klasse. Ah, ja. Rex wird begeistert sein. Ja, mach das Türle auf. Bringen wir das Ding zu Rex, wo immer er auch ist. Du bist mir ein Spaßvogel, Jimmy. Mit dem Kran haben wir was ganz anderes vor. Ich mach das Tor auf, damit du ihn hier rauskriegst. Alles klar, mach auf, Digga. Mach auf, wir haben noch keine Zeit. Flucht. Okay. Guck das an, Alter. Cool. Raus aus dem Kran, Jimmy! Klar! Warte eine Sekunde! Wir sind stimmverstellt. Chase, was machst du, Alter? Hey! Danke! Ich muss ihn nämlich zur Sternwarte fahren. Warte hier! Er merkt's denn, weißt du? Dass mir keiner folgt. Ich hab da so ein Gefühl, dass heute Nacht jemand versucht, die Gang zu unterwandern. Alles klar, Digga. Nein! Du
Wie geil, oder? In 10 Minuten. Wie geil. Gut, gut. Verkleidungen sind genau mein Ding. Ja, wir sehen schon, Chase, hast du gut gemacht. Oh mein Gott. Ausgerechnet heute habe ich meine Brille vergessen. Ach du Scheiße. Was macht der Typ? Okay, vier Markenteile, Leute. Eher selten. Stats mal 6. Alles klar. Polizeimarkenteile. 1, 2, 3, 4. Parenga. Ist auch mal schön. Da dürften wir eigentlich alles haben jetzt. Ich wüsste nicht, dass wir da irgendwas vergessen haben. Sind wir mal gespannt. Ein Roller haben wir auch. Yo, also haben wir echt einiges gefunden. Will Mills? Kommt schon, 100%. Einmal. 87. Alter Schwede. Goldene Steine. Okay. Ist in Ordnung. 2 Stück. War eine gute Runde, aber... Guck mal, ist das da oben der Fortschritt von der Geschichte? Weil dann sind wir nämlich bald am Ende, glaube ich. Ja, aber wir gehen auf 40 Folgen zu, ne? Allein für die Story. Gut, ab und zu sind wir ein bisschen nebenaus, aber... Paradise Sands. Ellie. Bald müsste ich wissen, wo ihre Basis ist. Klasse, Chase. Woran hapert's denn noch? Mein Kontakt in Rex Gang hat vorher noch was bei der Sternwarte vor. Bei Aber du kannst es Natalia schon mal sagen. Wenn Rex ihren Dad festhält, dann in der Basis. Er kommt dann Gut, mal ein bisschen rum hier. Aber ich konnte sie bisher nicht erreichen. Sie ist es wohl leid zu hören, dass sie mit dem Hund rausgehen soll. Dann rufe ich sie später selbst an. Jetzt komm, sag uns, wie es weitergeht. Gehe zur Sternwarte in Paradise Sands. Das machen wir auf jeden Fall. Da lassen wir uns auch gar nicht lumpen. Da steht doch schon ein Böckchen für uns. Ist das ein Nitro-Böckchen? Jo, und was für einer? Das ist unserer, Leute. Zur Sternwarte. Wir kommen. Back on the streets. Platz machen, bitte. Nicht über den Zebrastreifen gehen, wenn wir kommen. Das ist keine gute Idee. Yo, the lady. Hier wäre wieder was zum Aufbauen. Pizzawagen, alles klar. Dann fahren wir zur Sternwarte. Bleiben wir an der Story ein bisschen dran. Bin mal gespannt, was uns jetzt noch erwartet. Ne? Haben wir einen Kran gefahren, Alter. Oh, 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 oh. Hat der Voucher das nicht gesehen hier? Hier waren wir auch noch nicht mit dem Auto, ne? Also dieses Stückchen von der Strecke kenne ich nicht. Sehr schön. Immer wieder was Neues. Also das Spiel ist wirklich der Hammer. Wie Lego halt so ist, war es früher schon, als wir noch Kinder waren, ne? Denn. Immer schön den Finger auf dem Nitro belassen. Halt. Ich denke mal, das stimmt schon hier. Oh mein Gott. Ja, geil. Wow, Alter. Könnte eventuell auch nicht ganz so gut gewesen sein. Was machst du denn da? Ey, wo müssen wir hin, Digga? Ich habe doch keine Ahnung. Hier, da waren wir doch gerade. Ach, wir waren schon am Ziel, ne? Voucher ist natürlich wieder übers Ziel rausgeschossen. Ist doch klar. Ist doch klar, dann gehen wir halt nochmal hoch. Da kennen wir nichts. Wir haben ja noch Zeit. Bin gespannt, Alter. So, Chase, jetzt langsam da oben. Auf keinen Fall übers Ziel hinausschießen, ne? Okay, okay. Jetzt hier rein, ja, super. Ja klar, Sternwarte. Ich dachte, wir sind in diesem Astronautenzentrum, okay. Aber das ist ja was anderes hier. Ne? Rex will, dass wir das Teleskop Ey, die Achterbahn sieht man da unten. Ja, Rex interessiert sich für Astrologie? Ha! Ist sicher nicht für Rex. Jetzt erkennen wir uns gerade auch nicht, ne? Alten Herrn, stimmt's? Stimmt. Den alten Herrn? Was meint er? Worauf wartest du? Du hast doch diesen Pressluftbohrer von der Baustelle, oder? Ja, klar. Dann benutze ihn. Klar haben wir den. Halte X gedrückt, ist klar. Lass uns arbeiten, komm schon. Chase, hau die Dinger weg. Jo, jo. Glaubst du an diesen Sternzeichenkram? Nö, liegt aber wohl daran, dass ich Fisch bin. Was hat das mit Fisch zu tun? Wahrscheinlich war das einfach nur, ich glaube nicht dran, aber ich bin Fisch. So. Das ist ja auch geil. Das macht auch schon tierisch Spaß schon wieder. Noch 3 Stück. 1, 2 und Parenga. Okay, Großer, kannst du durchfahren. Sehr gut. Cooler ich LKW. Ich fahr den Laster nach hinten. Mach das, wir kommen mit dem Kran nach, wenn wir dürfen. Ist das ein kleines, süßes Sternwartenhäusle hier? Da müssen wir gleich mal im Stromkasten gucken, ne? Jetzt können wir endlich. Und jetzt kümmere ich mich um den Kran. Hab ihn wohl etwas ramponiert. Tja, halt deine Augen ohne Brille halt doof, ne? Falls wer kommt, kümmere dich um ihn. Ist gut. Und schon geht's los.
gleich 3 Wächter. 4 Wächter! Jodel-Lady Wächter! Hier, zack, zack, zack! Okay, einer ist aufgestanden nochmal. Nicht schlimm. Das war's schon. Hey, guck mal hier, direkt ein Schlüssel. Hast wohl trainiert, Jimmy. Auf jeden Fall funktioniert dieses Ding jetzt wieder. Ach so, ja, wir sind ja für ihn der Jimmy. Wir müssen das Dach der Sternwarte aufkriegen. Kein Problem. Aus dem Vordereingang kriegen wir das Teleskop jedenfalls nicht raus. Ja, ist gut, Digga. Das haben wir doch schon gesehen. So. Ich will aber da hoch an das Sternehäusle. Um den Sicherungskasten. Die Kabel gehen zur Kuppel. Super, dass er alles erklärt, ne? Ohne seine Brille. Schubidubidubi, dubdubidubi. Okay, bin mal gespannt, was jetzt passiert. Vielleicht können wir es aktivieren. Das wäre natürlich super. Hey, nicht schlecht, Mann. Okay, was klauen wir jetzt da? Guck dir das an, Alter, wie geil das gemacht ist. Und die Musik, ne? Sah ein bisschen aus wie ein Laser. Jetzt müssen wir nur noch das Teleskop auf den Laster laden und uns schnellstens vom Acker machen. Alles klar, was hat der Rex vor, Alter, ne? Komm schon, in den Kran mit dir. Ja, ja, wir kommen schon. Du kannst aber auch nichts allein, oder? Und wenn, machst du alles kaputt, Typ. Schabubbel, Schabubbel. Jetzt hinten auf den Laster damit. Nach hinten ausgerichtet. Also, wie es rumeiert. Gut. Und jetzt in den Laster mit dir. Ja, okay. Wir haben nur Jobs, ne? Wir kriegen bloß noch Jobs zugewiesen. Keiner tut mehr... Alter, jetzt müssen wir bestimmt wieder flüchten mit dem Riesending. Übel. Übel. Jawohl, die Schranke kaputt gefahren. Mal gucken, ob er uns den Rücken frei hält. Das ist bestimmt wieder so ein Parcours, wo wir jetzt hier... Egal, wir werden es schaffen, Leute. Wir werden es schaffen, irgendwie. Und schon geht's los. Auch noch die Kollegen. Ein Anruf bei Ellie und die könnte alles klären. Folge Eddie zum Übergabeort. Machen wir. Okay. Ja, die sind wieder so super zu lenken, die Dinger. Alter, Eddie, mach mal ein bisschen langsamer vielleicht. Wir haben kein Nitro, ne? Okay, Polizei auf jeden Fall. Polizeiaufgebot ist klar. Sind wir nicht hier mit dem T-Rex rumgelaufen schon? Boah, Alter. Jo. Ach du Scheiße, ist der schwer zu lenken auf einen Schlag. Hier müssen wir natürlich gucken, dass wir die Typen da... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Alter Schwede, wie übel ist das denn bitte? Ist von unserem LKW noch was dran? Boah, Scheiße. Jetzt muss man es nochmal machen. Alter, was muss ich denn da machen? Naja, nochmal versuchen, klar, wir müssen ja. Wir müssen ja. Alter, klar. Eddie, gib Gas. Wie kann ich das schaffen, dass ich die am besten rechtzeitig links rüber pendeln, oder immer? Schauen wir mal. Alter, hopp. Okay, ich bin auf dem Gas drauf. Mehr kann er nicht. Okay. Polizei kommt. Verliere ihn nicht, ja, ist klar. Das ist unser größtes Ziel. Sobald die neben mir sind, kriege ich hier das ganze Ding nicht mehr gelenkt, ne? Und die kommen neben mich. Ich mache mal hier mal so ein bisschen hin und her. Na, 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 na. Ah, der war gut. Der war gut. Der war nicht schlecht. Okay, Eddie, Alter. Der gibt aber auch Gas, ne? Okay. Sie sind hinter uns. Sie sind hinter uns. Jetzt muss ich hier so rüber pendeln. Ja, so könnte es eventuell gehen. Jetzt kommt er wahrscheinlich von hier gleich durchgeschossen. Siehst du? Siehst du? Scheiße, jetzt drängt er uns ab. Ich spür's direkt mit seinem Nitro. Wie gern hätte ich auch Nitro. Alter, komm schon. Geh mir aus der Sonne, Digga. Wie kriege ich den abgedrängt hier? Fahr doch gegen den Zaun, Mann. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Jo, Eddie, Alter. Ja, klar. Ja, klar, ne? Wie geil. Sind wir die Cops jetzt los? Die Vögel zwitschern. Hier scheint alles gut zu sein, ne? Wer ist denn der da? Gehörst du zu uns oder irgendwas? Nee, ne? Er hat einfach mal gewendet. Ich glaube, der hat einfach nur mal gewendet.
Sag mal, rammt der uns oder was? Wo ist denn der Eddie jetzt? Vorne. Geht mal aus dem Weg, Leute. Ich muss den Eddie einholen. Hier, der nächste Kopf steht hier rechts, oder? Nee. Boah, Alter, die Strecke mussten sie raussuchen. Die Strecke. Oh, Supertruck scheinbar, ey. Ja, wie geil, Alter. Ey, macht schon tierisch Spaß. Macht schon tierisch Spaß. Jetzt ist er hier abgebogen. Machen wir das auch? Ganz klarer Fall. Sehen wir jetzt gleich den Mr. Rex hier. Vermutlich wird er nicht am Übergabeort sein. Oh, Alter. Das war aber jetzt eine knappe Geschichte noch hier, Voucher. Ist er da reingefahren in die Gleisengeschichte hier? Ah ja. Fahr mal mittig. Oh Gott, der Truck ist schon wieder fast am Arsch, Alter. Noch zwei Herzlen. Und eins blinkt schon. Jetzt habe ich gerade gedacht, er wendet. Ich habe gerade gedacht, er wendet. Wir sind falsch gefahren, weißt du? Guck mal, der Truck. Fast tot. So. Alles klar. Das Geheimversteck. Hey, gute Tarnung, Leute. Kapitel 13. Geheimnisse. Alles klar. Nächstes Kapitel geht an. Super. Spezialauftrag 13. Störendes Verhalten. Ich sehe einen Helikopterlandeplatz. Das könnte eventuell schon was Gutes bedeuten wieder. Für Spaß. Was? Computer anschalten und Undercover besuchen, damit ihr ihm sagen kann, dass ihr das Spiel Lego City haltet. Ah, Feedback. Chief Dunby. LKW ist wieder ganz. Alles läuft nach Plan. Oh, das könnte Rex sein. Wir sehen ihn auf der Pferde, Alter. Okay. Okay. Ist mal kurz falsch abgebogen. Und die letzte Lieferung. Oh, Mr. M. Gerade angekommen. Exzellent. Jetzt brauchen wir nur noch das Passwort für den Apparat des Professors. Ich könnte ihn weichkochen. Nicht nötig. Meine Leute haben endlich das Druckmittel, das wir brauchen. Bin ich mal gespannt. Den kennen wir doch, oder? Ja, den kennen wir doch. Wer durchdreht. Entschuldigung, das ist einfach lustig. Ist das nicht der Blackwell? Boss, Ihre Webcam ist wieder falsch eingestellt. Was? Sowas Lästiges. Technik. Und Ihre Stimme klingt so komisch. Ich melde mich wieder. Professor? Damit muss Professor Kowalski gemeint sein. Oh, schon gut, oder? Oh, ein Glück, dass ich das mitbekommen habe. Jetzt ist natürlich wieder so knapp vor kurz hier zeitlich. Oh, das war's mit meiner Tarnung. Schlecht ist. Irgendwo muss er doch stecken. Such ihn. Komm schon, lass uns kämpfen, Jace. Oh, das war knapp. Achtung. Oberste des Schatten, bitte verlassen Sie die Plattform. Ich hasse dich, Fahrstuhl. Ach, jetzt komm, Digga, die Mama kurz weg. Schanana, schanana, na, 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 na. Gut, Fäuste hoch. Der nächste und B, 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 B. Und den schaffen wir auch noch. Ich werde ehrlich. Und? Parenga, Parenga. Perfekt. Ja, hier geht es jetzt wohl weiter. Professor retten. Machen wir dann beim nächsten Mal. Wir sausen jetzt hier nochmal ein bisschen rum, würde ich sagen. Bis wir irgendwo noch einen Speicherpunkt erwischen, Leute. Und beim nächsten Mal retten wir dann den Professor. Ah, guck mal. Jo, das gibt Geld. Auch geil, guck mal, wie er da hängt. Sehr schön. Hört sich nach guter Action an hier. Hier ist wieder Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ohne Kohle hast du keine Sohle. Das ist bestimmt wieder eins von drei Dings hier. Das machen wir mal auf jeden Fall. Ich hab zu früh gedrückt. Oh, der war mittig. Ein mittiger geht noch.
Guy Newberry, daneben geschossen. Oh, geil, Alter. Jetzt aber. Naja, gerade so. Ein Ball haben wir noch. Okay, passt. Das passt, drei reichen. Und, eins von drei oder so? Nichts Relevantes. Okay, hätte man gar nicht machen müssen. Ah doch, guck mal, ein Markenteil hat es gebracht. Dann hat sich's gelohnt. Dann hat sich das gelohnt, oh yeah. Dann hat sich das doch super gelohnt, oh yeah. Hier ist nichts zu machen. Hier brauchen wir den Bauarbeiter. Nicht den, Alterle. Den hier. Den haben wir ganz am Anfang schon gesehen, ne? Den Elektroskin habe ich immer gesagt, aber es ist der Bauarbeiter. Okay, wieder ein Markenteil? Hm, nee. Keine Chance. Okay, pass auf, dann müssen wir hier noch aufbrechen. Ah, jetzt haben wir die Pylone hier ausgeschalten, diese Tesla-Spulen oder was das sind. Was ja okay ist, sind die alle aus jetzt? Die sind alle aus. Das macht sicher Sinn. Hey, da war ein Herz drin, das wusste ich jetzt auch nicht. Na gut, wir verlieren ja nicht so viel Herzen. Da sind wir eigentlich bis jetzt recht fit immer, ne? Okay, hier muss man wohl rein dann. Was eine Action-Musik, wie bei Mission Impossible so ein bisschen. Jetzt haben wir auch nicht mehr viel Zeit. Ich würde sagen, wir machen einfach beim nächsten Mal hier weiter. Machen wir eine gemütliche nächste Folge noch hinten dran. Ganz klarer Fall, bis wir die Mission einmal durch haben. Werden wir auf jeden Fall die Staffel laufen haben. Und dann schauen wir mal, ne? Dann machen wir ein kleines Päusel. Vielleicht machen wir ja dann einfach hier weiter. Da gibt es auch noch so viele Lego-Spiele, die ich noch nicht gespielt habe, weißt du? So. Jetzt müssten wir eigentlich hier soweit alles haben. Wie geht es jetzt hier weiter tatsächlich? Das interessiert mich doch noch. Bleibt mal noch kurz da. Hier, den haben wir immer noch nicht, ist klar. Ganze Rex-Geschichten kommen noch. Nö. Wo habe ich was übersehen? Okay. Halt, nicht runterfliegen. Eine Spule läuft noch. Wieso läuft diese eine Spule hier noch? Wo habe ich was über hier? Das da habe ich übersehen. Okay. Zum Glück gibt es diesen Pfeil. Wo soll ich das abstellen, Alter? Unten? Nee, da vorne. Das habe ich jetzt fast nicht gesehen, das Ding. Alles klar. Jetzt können wir die auch noch abschalten. Und was passiert? Geht die Tür auf? Die Tür geht tatsächlich auf. Machen wir hier auch noch kurz weiter, Leute. Es fühlt sich an, als ob wir hier einen schönen Abschluss hinkriegen würden, was diese kleine Mini-Mission angeht. Wir werden es sehen. Schöne Aussichten haben die immer in ihre Büros. Wow. Habe ich da was gesehen für den Hühnerskill? Alles klar, ich glaube nicht, oder? Okay. Komm mir jetzt nicht mit dem Hühnerskill, Alter. Das ist ein Hubschrauberlandeplatz und kein Hühnchenplatz. Ich sag's nur schon mal. Vorsorglich. Wobei mittlerweile ist in meinem Hühnerkleid ja nicht schlecht. Na. Guck mal, die Bausteine ist alles original, ne? Bei Lego Worlds haben wir die auch schon versetzt. Beziehungsweise gesetzt. Versetzt ja nicht. Gibt's ja kein Auktionshaus oder so. So. Immer alles kaputt machen. Manchmal hast du einfach ein Markenteil plötzlich, ne? Okay, das will wohl nicht kaputt gehen. Was haben wir hier? Was zum Aufbauen? Nein. Jetzt wäre die Frage der Fragen. Okay. Ich traue ja nicht, was jetzt kommt. Nee, oder? Ob das der Ernst ist? Wow. Alterle. Das schauen wir uns morgen an, oder? Das schauen wir uns morgen an. Ich muss ja ein bisschen Spannung reinkriegen. Nee, sehen wir uns morgen wieder mit einer weiteren Folge. Ich freue mich auf euch. Bis dann.